Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe der deutsch-italienischen Dialoge. Heute sprechen wir mit Emilio Galli-Zugaro, Vorsitzender der Methodos SPA Mailand und Gründer der Oviedo Academy for Communicative Leadership. Tatsächlich bilden Kommunikation und Coaching einen roten Faden in Emilios spannendem beruflichen Werdegang. Dazu gehören Stationen im öffentlichen diplomatischen Dienst, journalistische Erfahrungen, auch auf internationaler Ebene, Dozententätigkeiten. 23 Jahre lang hatte er die Leitung der Konzernkommunikation der Allianz inne. Emilio ist zudem Autor, Berater und Unternehmer und das alles zugleich in Deutschland und in Italien, denn er ist in beiden Ländern beheimatet. Heute wollen wir mit ihm über seine Erfahrungen und Arbeit als Kommunikationsexperte sprechen und über seine Sicht auf die deutsch-italienischen Beziehungen und deren heutigen Zustand. Herzlich willkommen, Emilio Galli-Zugaro. Guten Morgen, lieber Emilio. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch heute, unseren deutsch-italienischen Dialog. Ich habe schon in unserer Einleitung berichtet von deinen vielseitigen Tätigkeiten, deiner Eigenschaft als Kommunikationsexperte mit einer unglaublich reichen Erfahrung. Und wir wollen natürlich heute hier den deutsch-italienischen Dialog in den Fokus nehmen und hier auch den Schwerpunkt eben auf die Aspekte der Kommunikation. Denn letztlich alle Beziehungen im politischen, im gesellschaftlichen, in der Wirtschaft gründen ja auf Kommunikation. So eben halt auch die deutsch-italienischen Beziehungen. Da können natürlich es auch zu Missverständnissen kommen, zu Schwierigkeiten kommen. Deine Sicht als Kommunikationsexperte und deine Einschätzung ist da natürlich sehr gefragt. Daher die Frage, wie beurteilst du diese Verständigung zwischen Deutschland und Italien, gerade in Bezug auf die wirtschaftlichen und die politischen Beziehungen? Wo funktioniert die Kommunikation gut? Wo sind Schwierigkeiten? Welche sind auch grundsätzliche Unterschiede in der Kommunikation zwischen Deutschen und Italienern? Und was sollten Sie beherzigen, um eben diesen wechselseitigen Austausch, die Verständigung besser vielleicht zu gestalten oder einfacher zu gestalten, um eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zu begründen? Ich glaube, dass die jetzigen deutsch-italienischen Beziehungen, und das ist ein Phänomen, was sicherlich die letzten 20, 30 Jahre an Intensität zugenommen hat, sehr stark verzerrt werden. Sie werden verzerrt durch die Berichterstattung. Und das hat damit zu tun, dass einerseits die großen Verlage und die Medien an Kosten sparen mussten. Und wenn man es ehrlich sagt, sind bei aller Bedeutung von Berlin und von Rom die Berichterstattungsstandorte Berlin und Rom weniger wichtig als New York, Moskau, vielleicht London oder Paris. Jedenfalls, wenn es dann darum geht, Kosten zu sparen, dann sind solche Sekundärstandorte leider betroffen. Wir haben also eine geringere Anzahl von Korrespondenten in Berlin heute, als wir sie zu meiner Zeit in Bonn hatten. Und das Gleiche gilt auch für Rom. Und die Berichterstattung aus Italien ist natürlich sehr stark auch fokussiert auf Themen rund um den Papst im Vatikan. Das ist das wichtigste News-Thema aus Italien. So, und der Rest ist Couleur. Das ist ein Phänomen, unter dem wir sowieso immer gelitten hatten. Das habe ich als Korrespondent in Deutschland und Italien gesehen. Ich wusste, wenn ich aus Italien für ein deutsches Medium eine Geschichte über die Mafia zu platzieren hatte, kriegte ich viel Raum. Über den Aufschwung der italienischen Mittelständler kriegte ich weniger Raum. Über die Kreativität der italienischen Erfinder kriegte ich weniger Raum. Wenn ich aus Deutschland berichtete, dann war alles, was irgendwie mit Nazis zu tun hatte, kriegte einen schönen großen Raum. Und alles, was mit möglicherweise mit kulturellen Initiativen in Deutschland zu tun hatte, war dann auf einmal weniger wichtig. Und das sind so ein bisschen auch die Scheren im Kopf, die dazu beitragen, dass eine Verzerrung stattfindet. Mir macht die Sorge, mir macht die italienische Medienlandschaft fast noch mehr Sorge als die deutsche. Schon die deutsche ist schon besorgniserregend, weil das deutsche Verlagswesen tendenziell unabhängiger ist von der Eigentümerstruktur als das italienische. Und dennoch machen meiner Meinung nach die deutschen Journalisten und die deutschen Verlage nicht genug raus. Und in Italien ist die Situation noch verschärfter, weil es
praktisch keine reinen Verleger gibt und deshalb die Interessen dahinter andere sind als die reinen Berichterstattungsinteressen. Also ich glaube, eine Reflexion über die die Eigentümerstrukturen und die das Management der Medien für eine gut funktionierende Demokratie ist notwendig und wird uns auch aufoktroyiert aus Asien und insbesondere aus Asien, aber natürlich auch aus Russland und allen autokratischen Strukturen, die sagen, ihr macht große Fehler, ihr kriegt eine Bewegung der Gesellschaft nur hin, wenn ihr die Medien kontrolliert. Das ist eindeutig nicht meine Meinung. Wir brauchen freie Medien, eine freie Presselandschaft und eine Pressefreiheit. Aber wenn zum Beispiel das chinesische oder singapurianische System Erfolge verzeichnen auf der Wirtschaftsseite und sie damit begründen, dass es keinen Gegenwind durch die Medien gibt, dann ist es natürlich ein Phänomen, was viele auch nachdenken lässt. Wir sehen das an Herrn Orban, Kaczynski und andere Beispiele, dass man sich da ein Beispiel nimmt. Und das verzerrt das deutsch-italienische Verhältnis dort, wo es persönliche, langfristige, belastbare Beziehungen gibt, funktioniert es noch. Und ich sage noch, weil auch diese Beziehungen sind stark beeinflusst durch die Berichterstattung. Und man bekommt dann Irritationen, Verzerrungen und muss erstmal Zeit aufwenden, um ein gemeinsames Verständnis zu finden von dem, was wichtig ist, was auch die wichtigen Fakten sind. Und ich glaube, dass das wichtigste einzelne Phänomen ist in der relativen Verschlechterung der Beziehungen zwischen Deutschland und Italien in den letzten 20 Jahren. Ja, vielen Dank für diese Einschätzungen. Also wir haben auch in verschiedenen Puntate unseres Dialogs auch schon genau auf diesen Aspekt hingewiesen. Medienlandschaft, die eben dann daraus entstehenden Wirkungen in der breiten Wirkung, in der öffentlichen Meinung. Ja, welche Lösungen wären da sozusagen vorzuschlagen? Das hat natürlich halt auch viel was auch mit der politischen Entscheidung zu tun, aber, und das ist auch besonders interessant, denn du bist ja auch als Unternehmer tätig und auch als Berater für Unternehmer tätig, welche Projekte man dort initiieren könnte, um vielleicht auch in der Medienlandschaft mit den Verlagen auch neue Konzepte und Strategien zu entwickeln. Du bist zusammen mit Tina Hunstein-Glasel Gründer der Orvieto Academy for Communicative Leadership, die als Name ist Programm Kommunikative Führung. Ihr seid dort mit einem umfassenden Programm und Angebot an Coachings und Trainings gerichtet vor allen Dingen natürlich an Unternehmen, an Führungskräfte, an deren Mitarbeitern, um eben Strategien, Techniken und Konzepte an die Hand zu geben, die vielfältigen Herausforderungen unserer globalisierten und immer komplexeren Welt zu bewältigen. Dazu gehört ein ganz eigenes Lernkonzept und das beinhaltet 5 Disziplinen. Vielleicht kannst du uns die ganz kurz skizzieren, soweit das nicht ein wirkliches Geheimnis ist. Und es gibt ein Orvieto-Rezept, dessen fundamentale Grundlagen du uns vielleicht auch schildern könntest, bevor wir dann nochmal eine weitere Frage auch zu den Möglichkeiten der Erkenntnisse aus dieser Arbeit für die Gesellschaft, für die Politik kommen. Aber jetzt einfach erstmal zur Orvieto Academy. Gerne. Warum Orvieto? Neben natürlich der Tatsache, dass ich in Orvieto ein Haus habe und dort zum Teil zu Hause bin im Laufe des Jahres. Orvieto war die Stadt, die die Slow City Bewegung gegründet hat. Italien hat ja die Slow Food Bewegung gegründet als Reaktion auf die Fast Food Industrie. Und die Slow City Bewegung zeichnet sich dadurch aus, dass sie verkehrsberuhigte Innenstädte, die Unterstreichung des Kulturgutes und so weiter. Und das ist für mich eine Chiffre. Das ist symbolisch für ein Konzept, und eine Philosophie, die ich in Italien verorte und die man im Dom von Orvieto, im jüngsten Gericht von Signorelli, was ja ein Vorgänger von Michelangelos jüngsten Gericht in der Sixtinischen Kapelle ist, rein zeitlich gesehen. Und das ist das Konzept der Poiesis. Poiesis ist ein griechisches, philosophisches Konzept. Das bedeutet eine Schönheit, die einen Zweck erfüllt. Und ich glaube, das zeichnet sehr stark italienisches Kulturgut und Tradition aus, wenn man an das Handwerk denkt, an das italienische Design, an die Domus Academy, an die Entwicklung auch der letzten Jahre. Eine Schönheit, die einen Zweck erfüllt. Und das ist der Background für eine Führungsphilosophie, die sehr stark auch die Reflexion, die Selbstreflexion und das Zuhören in den Vordergrund stellt. Denn in der Welt der
die wir heute als volatil komplex und zweideutig bezeichnen als die VUCA-Welt, also wo die Unsicherheit eine große Rolle spielt, ist es notwendig, dass man einen Standort hat als Manager, als Führungskraft, dass man weiß, wo man steht und aus diesem Standort heraus die Chancen wahrnimmt, Unternehmen und Wirtschaft weiterzuentwickeln. Und dazu sind 5 Disziplinen, die wir als wichtig erachten. Das sind sozusagen 5 Gurte, die man sich erobern muss, um dann den Schwarzgurt des Meisters zu bekommen. Und das erste ist die Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Seit über 20 Jahren haben wir ein weltweites Phänomen, nämlich dass die Glaubwürdigkeit der Wirtschaft, der Politik, der Medien, teilweise sogar der NGOs, denken wir nur an den Verlust der Führungsrolle der katholischen Kirche in der westlichen Welt als einer Werteinstitution durch die Missbrauchsfälle, wie sie erodiert ist. Die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die etablierten Machtinstitutionen schwindet rund um den Globus. Und deshalb ist es als erste Disziplin wichtig, diese Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Das tut man zum Beispiel durch gute Informationen. Gute Informationen, es muss relevant sein, muss schnell sein, muss fakten- und zahlenbasiert sein. Sie muss aber auch Geschichten erzählen können und eine klare Sprache, keine Fachsprache. Da leiden wir zum Beispiel sowohl in der deutschen als auch in der italienischen akademischen Tradition sehr stark drunter. Da sind uns die Angelsachsen weit voraus, auch komplexe Zusammenhänge so auszudrücken, dass sie in ihrer Komplexität dennoch verstanden werden können. Das ist ein ganz wichtiges Phänomen, dass sich Manager und Führungskräfte nicht hinter dem, was man als Bullshit-Bingo bezeichnet, versteckt. An dieser Stelle nochmal, weil wir über Italien und Deutschland sprechen, sei noch ein wichtiger Hinweis, der gerade im Management und bei Führung und bei Information wichtig ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass es kein, wenn es das je gegeben hat, eine rein italienische oder eine rein deutsche Kultur. Wir wissen, ohne dass wir es ausführen brauchen, dass gerade diese beiden Länder sehr stark sich auch aus lokalen, regionalen Kulturen speisen. Wenn es sie je gegeben hat, dann gibt es diese heute auf jeden Fall nicht. Die Bedeutung der angelsächsischen Welt, der Sprache, der Konzepte, wenn Sie wollen, die Hegemonie des angelsächsischen Systems hat hier sich auch eingeschlichen. Und wir sehen das auch in der Sprache, dass sehr oft sowohl in der italienischen als auch in der deutschen Managersprache sich Anglizismen einschleichen, deren wahre Bedeutung sich selten den Leuten erschließt. Und dahinter verbirgt man sich. Das Wort Synergien zum Beispiel. In der Regel steht Synergien für Arbeitsplatzabbau, brutalen Abbau von Arbeitsplätzen. Aber das Wort Synergien verkleidet sich. Nein, wenn man gut und glaubwürdig informieren will, muss man klare Sprache benutzen. Dann kommt der zweite Gurt, den man sich erobern muss. Das ist die Fähigkeit, zuzuhören. Die Stakeholder, auch hier mal ein Anglizismus, nämlich alle Gruppen, die ein Interesse an einem Unternehmen haben, das sind im Wesentlichen die Kunden, die Mitarbeiter, die Eigentümer und die Gesellschaft als großes Ganzes, müssen einbezogen werden, müssen Teil der Unternehmensstrategie werden, müssen Teil der Führung werden und dürfen nicht nur nachgelagert sein. Und deshalb, wir kommen aus der Welt der Propaganda, man entscheidet links etwas und verkündet es rechts. Und wir müssen zum Konzept des Zuhörens kommen, nämlich zur Fähigkeit, diesen Interessensgruppen zuzuhören und deren Interessen als Kunden, als Mitarbeiter, als Eigentümer und Gesellschaft in die Strategie einzuweben und die Strategie zu verändern. Dazu gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die man machen kann. Ich gebe nur ein Beispiel, zum Beispiel einen Kundenbeirat einrichten. Also nicht nur einen Aufsichtsrat, in dem die Eigentümer und in Deutschland auch die Mitarbeiter vertreten sind, in Italien nur die Eigentümer, leider sage ich, sondern auch den Kunden eine Stimme geben und auch der Gesellschaft eine Stimme geben. Der dritte Gurt, den man sich erobern muss als Führungskraft, ist die Fähigkeit zu befähigen. Das fängt bei einem selber an, das bedeutet aber auch die Befähigung der eigenen Mitarbeiter und der eigenen Interessensgruppen. Also ihnen die Mittel geben, um eine Beteiligung, ein Eigentum an dem Unternehmen auch sicherzustellen. Zum Beispiel, indem man niemanden ausschließt aus dem Unternehmen in der
in dem Wissen um die Strategie des Unternehmens. Das muss regelmäßig, jedes Jahr, muss den allen Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben werden, die Strategie und die Strategieveränderung des Unternehmens zu sehen. Jedes Jahr muss jeder Mitarbeiter wissen, wo der Kundenfokus in diesem Jahr besonders ist, damit jeder sich daran beteiligen kann, auch Abteilungen, die nicht direkt in der Interaktion mit dem Kunden sind. Und diese Befähigung bedeutet auch zu wissen, wie man lernt. Manager wissen nicht, wie man lernt. Wir wissen mittlerweile, das hatte zwar schon Aristoteles vor 3000 Jahren gesagt, aber wir wissen mittlerweile, dass Lernen vor allem aus dem Tun besteht. 70% unseres Lernens ist Tun, 10% ist nur das akademische Lernen, das theoretische Lernen, Bücher und Universitäten und Fachhochschulen, und 20%, also doppelt so viel wie das akademische Lernen, sind Beziehungen. Das ist auch eine Sache, die auch zwischen Italien und Deutschland wichtig ist: Alumni-Netzwerke, Mentoring, Coaching. Dann muss man wissen zur Befähigung, dass es notwendig ist, Stärken zu stärken. Im Verhältnis zwischen Italien und Deutschland auf die Schwächen der Italiener und die Schwächen der Deutschen sehen, um die wegzumändeln, um aus Deutschen kreative Improvisateure zu machen und aus Italienern pünktliche Ausführer zu machen, ist kein effizienter Weg, um die Kreativität und die Potenziale und die Talente aus beiden Bereichen zu machen. Das gilt auch für Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter, der zu spät kommt, Workshop zu verpassen, wie man pünktlich ist, statt dieser Person, die vielleicht eine große kreative Kraft hat, die Kreativität ausleben zu lassen, sie dem Unternehmen zugutekommen zu lassen, ohne diese Person in Meetings zu zwängen, wo man pünktlich sein muss, ist der richtige Umgang damit. Und das nennt man Befähigung. Und man muss wissen, um die Leute zu befähigen, was Motivation ist. Wir kommen aus einer Welt, wo man immer noch denkt, dass Motivation Zuckerbrot und Peitsche ist. Ich hau dich, wenn du schlecht performst, und ich gebe dir Boni und Geld, wenn du gut performst. Nein, wir wissen, dass intrinsische Motivation aus den drei Pfeilern Autonomie, Unabhängigkeit im Handeln, im Arbeiten, aus der Exzellenz, eine gute Arbeit machen, und aus der Sinnhaftigkeit, das warum man arbeitet in einem Unternehmen, ist. Dann kommen wir zum vierten Gürtel, den man sich erobern muss auf dem Weg zum Schwarzgurt, und das ist die Fähigkeit zu ermächtigen. Sich selbst zu ermächtigen und die anderen zu ermächtigen. Für die Führungskräfte heißt es, die Fähigkeit loslassen zu können. Und Macht abzugeben ist insbesondere in der italienischen Kultur ein ganz großes Hindernis, ein großes kulturelles Hindernis, weil die persönliche Macht ist eine kulturelle Antwort auf den Verlust der kollektiven Macht, die es in Italien aufgrund der Tradition, der fehlenden Gemeinschaftstradition, die man wunderbar in Banfield nachlesen kann, der das schon in den 50er Jahren sehr gut beschrieben hat, wird ersetzt, das fehlende soziale Gefüge wird ersetzt im Sozialen durch die Familien und durch die Stammesdenke und im Unternehmerischen in der Regel durch die Personen. Deshalb sind Unternehmen in Italien auch viel hierarchischer, als sie das in Deutschland sind, obwohl man das anders vermuten würde. Das stimmt aber nicht. Also die Fähigkeit, loslassen zu können, ist ganz wichtig. Warum müsste man denn loslassen können an Macht? Weil die Ermächtigung der Mitarbeiter und der anderen Interessensgruppen de facto erlaubt, viel mehr Potenziale auf die Straße zu bringen. Und im Übrigen erlaubt es den über Überarbeitung klagenden Top-Managern, die bei mir als Coach hier auf der Couch sitzen und sagen, ach, ich bin im Hamsterrad, ich habe einen so unmöglichen Tag, ich habe nur 7 Minuten dafür und 19 Minuten dafür. Meine erste Frage ist dann, wie viel dieser Überarbeitung verantworten Sie selber? Wie weit sind Sie selbst ein Flaschenhals dafür? Und wenn es so ist, dass je höher ich in der Unternehmenshierarchie bin, desto mehr ich nachdenken muss und desto mehr ich zuhören muss, wie schaffe ich mir dafür Zeit? Nur indem ich loslasse. Und natürlich gehört auch dort ein gutes Mentoring dazu, das sehr wichtig ist, aber auch zum Beispiel die Fähigkeit, mit Fehlern umzugehen. Und dann sind wir beim letzten Gürtel, das ist die Fähigkeit zu verändern. Und die ist besonders schwierig, weil wir immer noch lange dem Wunschtraum hinterhergelaufen sind, dass Veränderung von Gewohnheiten über die Vernunft geschieht. Nun weiß jeder in unserer Gesellschaft, der noch raucht, dass Rauchen sehr gefährlich ist, sehr riskant ist und Krebs verursacht. Bedeutet es automatisch, dass das Wissen um die Gefährlichkeit des Tabaks und des Nikotins dazu führt, dass man aufhört zu rauchen? Wir wissen alle, dass dem nicht so ist. Die Veränderung von Gewohnheiten ist, und das hat uns die
letzten 20 Jahren ganz besonders nahegebracht, eine recht komplexe Sache. Deshalb habe ich neben der Orvieto Academy, bin ich auch Aufsichtsratsvorsitzender einer der größten Change Management Company in Italien, die heißt Metodos, die sich um Veränderung kümmert, weil es unglaublich spannend ist zu sehen, mit welchen Mechanismen Lebewesen dazu motiviert werden können, echte Veränderungen in die Hand zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen und Veränderungen geschehen zu lassen, auch wenn es vernünftig ist. Das ist eine Kunst für sich, die zu beherrschen, ist aber wichtig für die politische Führung und für die wirtschaftliche Führung. Und wenn man will, ist das Geheimnis dieses Orvieto-Rezepts zusammengenommen die Praxisnähe. Also bei uns sind alle unsere Trainer und Lehrkräfte Leute, die Narben haben. Narben aus den vielen gewonnenen und vielen verlorenen Schlachten im Tagesgeschäft und nicht Schreibtischtäter. Das Zweite ist, dass unser Bestreben ist, so viel Potenzial wie möglich aus den Teilnehmern herauszuholen. Und dazu ist Lernen auf Augenhöhe notwendig. Nicht ein Lehrer da oben und die Schüler da unten, sondern jeder kann mit seinem Erfahrungs- und Talentehorizont zum Lernen beitragen. Und zuletzt, aber nicht das Unwichtigste, ist das Thema Nachhaltigkeit. Nun ist das so ein Modewort. Ich kenne kaum ein Nagelstudio in der Provinz, was sich nicht von sich behauptet, nachhaltig zu sein. Aber wir glauben daran, nämlich, dass ein langfristiges, wiederholbares und weiterhin zu verbreitendes Wissen möglich ist. Und das möchten wir ganz konkret machen, indem wir jede Teilnahme an unserem Workshop bedeutet, dass man für ein Jahr danach einen Zugang zu unseren Trainern hat, ohne dafür irgendwie was zahlen zu müssen, eine Rechnung zu bekommen, damit, wenn man rausgekommen ist aus dieser Lernerfahrung und wieder im Alltag ist, aber dann auf die Idee kommt, vielleicht auch was nachzufragen oder etwas nachzuschärfen, damit das möglich ist. Das ist nachhaltiges Lernen. Und zuletzt, aber auch nicht unwichtig, ist, wir messen unsere Leistung, wir befragen unsere Teilnehmer nach der Weiterempfehlungsbereitschaft für unsere Sachen. Das ist ganz wichtig, denn wir lernen daraus, was wir falsch machen und machen es nächstes Mal hoffentlich besser. Vielen Dank, Emilio. Das ist ein unglaublich reiches und kluges Konzept, das schon allein dieser kurzen Skizze, wie du uns jetzt hier im Vortrag geschildert hast, sehr viel man daraus gewinnen kann, hoffentlich das Publikum. Ich denke, dass auch gerade, wir haben jetzt natürlich hier den Fokus gelegt oder ihr legt ja auch den Fokus auf Unternehmertum, aber diese Schnittstellen, die sind uns ja auch ganz wichtig, also auch hier in diesen deutsch-italienischen Dialogen, in meiner Arbeit im Fachbüro, die Schnittstellen zwischen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Die Rolle der Unternehmen ist da natürlich meiner persönlichen Meinung nach auch eine ganz entscheidende. Denn wenn in einem Unternehmen genau solche Prozesse in Gang gekommen sind, wie man sie zum Beispiel durch euer 5-Disziplinen-Konzept an der Orvieto Academy erlernen kann, wirkt das natürlich halt auf die Mitarbeiter, über die Mitarbeiter in die Gesellschaft und darüber hinaus schließt sich auch nachher wiederum der Bogen in die Politik. Und auf die Art und Weise ist natürlich entgegen auch trotz aller Schwierigkeiten, sagen wir so, immer die Möglichkeit gegeben, Wandel voranzubringen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in unserer heutigen Zeit oder immer in allen Zeiten ist der Wandel eine ganz entscheidende und wichtige Sache. Momentan steht uns natürlich auf ganz vielen Ebenen und in ganz vielen Bereichen das Wasser wirklich bis zum Hals. Das Thema Nachhaltigkeit hast du schon angedeutet. Wir sprechen hier auch immer viel über die Agenda 2030. Momentan, und damit möchte ich abschließend noch mal kurz auf die deutsch-italienischen Beziehungen zurückkommen, die Zusammenarbeit jetzt auch auf europäischer Ebene in Blick auf die Agenda 2030. Was sollten Entscheider deiner Meinung nach auch in dem gegenwärtigen Zustand aus solchen Lernkonzepten, wie du sie entwickelt hast, für sich und ihre Arbeit, was könnte man entlehnen, dass diese Zusammenarbeit besser wird, dass auch die gemeinsamen Ziele vielleicht man schärfen kann, effizienter, die auch zur Umsetzung bringen kann? Also du hast es wunderbar in deiner Fragestellung am Anfang angesprochen, was man aus der Wirtschaft lernen kann. Ich glaube, dass wir hier an einem Wendepunkt gekommen sind und ich sage das als Vertreter der Wirtschaft, als jemand, der sein Leben lang in der Unternehmenswelt gearbeitet hat, allerdings aber auch in der Politik und in den Medien und deshalb erlaube ich mir dieses Urteil. Die Zeit
dass die Wirtschaft und die Manager und die Unternehmen die kulturelle Hegemonie über die Welt haben, ist vorbei. Bis in die 90er und die frühen 2000er Jahre in der Illusion schaukelt, dass es möglich sei, aus dieser Unternehmenswelt die ganze Welt glücklich zu machen. Mit dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs in Deutschland sinnbildlich an der Verdoppelung des kulturellen Angebots in der neuen Hauptstadt Berlin kam es zu den Anleihen an der Wirtschaft. Wie betreibt man denn wirtschaftlich ein Theater, eine Oper? Und die Kultur hat Anleihen an der Wirtschaft. Und die Wirtschaft hat bereitwillig geteilt ihr Know-how. Beispiele dafür sind Ashoka, ist eine Stiftung von McKinsey, die für karitative und Nicht-Profit-Organisationen ihr Know-how zur Verfügung stellt, oder die ganze Bewegung der Social Entrepreneurship, auch von Schwab, dem Gründer des World Economic Forum in Davos, vorangebracht. Also das Know-how der Wirtschaft wird zur Verfügung gestellt für den Rest der Gesellschaft. Die Wirtschaft hat aber in den letzten 20 Jahren katastrophale Fehler gemacht. Die Beispiele Enron in Amerika, die Finanzkrise 2008, Wirecard dieses Jahr in Deutschland und viele andere Beispiele, Parmalat, also unzählige Beispiele an wirklichen Versagen der Wirtschaft und der Manager, haben dazu geführt, dass das Undenkbares, vor 50 Jahren Undenkbares passiert, nämlich zum Beispiel Manager vor den Kadi. Okay, Manager, die vor die Richter müssen, die angezeigt werden, die ins Gefängnis kommen. Und während dieses passierte, ist das, was in der Nichtwirtschaftswelt passierte, dann zum Blühen gekommen. Denken wir nur an die Entwicklung der positiven Psychologie, was sie für einen großen Beitrag auch dann für die Wirtschaft geleistet hat. Ich habe vorhin die Motivation angesprochen. Dass wir wissen, wie man Mitarbeiter motiviert, verdanken wir nicht irgendeiner Managementlehre, sondern der Psychologie. Und vielmehr die Notwendigkeit, mit Empathie umgehen zu können, ist etwas, was die Schauspieler als erstes lernen. Und jeder, der als Kind Karl May oder Emilio Salgari gelesen hat, weiß, was es bedeutet, sich hineinversetzen zu können in Sandokan oder in Old Shatterhand. Das sind empathiebildende Maßnahmen, wie wir mittlerweile aus den Studien von Knatschitsch wissen, großen anderen Psychologen. Das heißt, wir sind jetzt dabei, die Wirtschaft ist dabei und die Wirtschaftsakademie ist dafür ein Beispiel. All das, was in der Nichtwirtschaftswelt in den letzten 20, 30 Jahren an Wissen herausgekommen ist, zu nutzen, auch für die Wirtschaft. Und die Wirtschaft muss jetzt etwas demütiger auf die andere Welt schauen und sagen, was können wir von euch lernen? Und wenn du jetzt zurückkommst auf die Agenda 2030, die deutsch-italienischen, aber auch die europäischen Beziehungen, dann ist, glaube ich, diese Form der Demut sehr wichtig. Ich bin jetzt kein glühender Anhänger des von Amerika per se, aber was sicherlich die Amerikaner in den letzten 50, 60 Jahren uns klar gezeigt haben, war viele Vorteile, die sich daraus ergeben, dass es einen Austausch gibt zwischen Wirtschaft und Politik, zwischen Medien und Politik, zwischen Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Und dieser Austausch ist fundamental. Wir werden die Probleme und die Herausforderung der Demografie, der Digitalisierung, der Umweltwahrung, der Klimaveränderung nicht, wenn wir nicht kooperieren, kommunizieren und zusammenarbeiten. Für mich ist das Symbol für diese Form der Bewältigung der Probleme, die nicht die Probleme des Planeten sind. Das sind die Probleme des Homo sapiens. Unserer, denn wir werden verschwinden und dann wird es Kakerlaken geben oder sowas, so wie die Dinosaurier verschwunden sind und der Planet dennoch geblieben ist. Es geht also um die Wahrung unserer Spezies und das Symbol, was ich dafür gerne sehe, ist, dass gerade jetzt im Zusammenhang auch mit den letzten Nobelpreisträgern der Physik nochmal unterstrichen, die Fotografie, die wir alle in Erinnerung haben, des schwarzen Lochs, dieses mit etwas rot-gelbem Rand umzingelte schwarze Loch, diese Fotografie ist entstanden aus der totalen, bedingungslosen Kooperation zwischen allen Teleskopen, Weltraumagenturen des Globus, die Chinesen, die Russen, die Chilenen, die Europäer, die Amerikaner, alle zusammen. Nur so bekommen wir das hin. Und das bedeutet in unserer Mikrowelt die Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Ländern in Europa, aber auch zwischen den Disziplinen. Wirtschaft mit Medien. Es ist undenkbar, dass ein Journalist das ganze Leben lang als Journalist arbeitet und sich dann irgendwann auf ein hohes Ross setzt und besser weiß als ein Manager oder ein Politiker, wie die Politik und die Wirtschaft funktioniert. Andererseits brauchen wir genau diesen unabhängigen Blick darauf. Und dazu wäre es notwendig, wenn Journalisten vielleicht ein paar Jahre mal in der Wissenschaft oder in der Forschung oder vielleicht auch in der Politik oder in der Wirtschaft sein würden und umgekehrt. Ich würde ein freiwilliges Jahr auch für Manager in der Politik oder in der Medienwelt machen. Dazu brauchen wir aber auch eine positive Grundeinstellung. Und wenn ein Manager in der Politik aushilft, dann heißt es automatisch, dass er ein Lobbyist ist. Wenn ein Politiker in die Wirtschaft geht, dann heißt es, dass er in der Politik nichts geworden ist und deshalb sich reich machen will. Wenn ein Journalist in die Politik geht, dann sagt man, der missbraucht seine manipulativen Fähigkeiten der Massenkommunikation, um sich wählen zu lassen. Bitte hören wir mit solchen dummen Vorurteilen auf. Nur wenn wir den Leuten eine Chance geben, tatsächlich aus den anderen Bereichen zu lernen, aus anderen Disziplinen, aus anderen Machtstrukturen, aus anderen Ländern, gelingt es uns, das gemeinsame Foto des schwarzen Lochs zu machen und die gemeinsame Bewältigung der Themen, die Themen unserer Spezies sind und nicht einzelner Länder. So wie es lächerlich wäre, heute, wenn wir uns heute angucken, wir müssen jetzt für das Fürstentum in Modena oder für das Fürstentum in Parma oder für das Königreich in Neapel und Sizilien kämpfen, lachen die Leute und sagen, wo lebst du eigentlich? Genauso kommt es mir vor, heute diese Einstellung in Nationalstaaten zu denken, die lange überkommen sind und schon lange nicht mehr der Realität entsprechen. Ja, lieber Emilio, vielen Dank für diese tellerrandsprengende Perspektive, die du uns hier aufgezeichnet hast. Ich finde es ein wunderbarer Appell zur Kooperation, zur Zusammenarbeit, wirklich interdisziplinär, transnational, international, über alle Branchen hinweg gemeinsam aufeinander zuzugehen und das zu beherzigen, die 5 Disziplinen, die ihr auch lehrt, um daraus zusammen dann eben halt auch eine neue Perspektive und Richtung für die Zukunft unseres Planeten, unserer Spezies auch zu entwickeln. Lieber Emilio, ich danke dir ganz herzlich für die Einsichten und Ausführungen und vielen herzlichen Dank nochmal. Ich wünsche weiter viel Erfolg für die Arbeit auch der Akademie und freue mich auf ein nächstes Gespräch. Io ti abbraccio virtualmente, ti auguro un buon lavoro, un saluto all'istituzione Villa Vigoni, alla quale sono legato dalla sua fondazione, e quindi ti ringrazio per questo stimolo e mi raccomando, continua a lottare per la causa della cooperazione transfrontaliera e transdisciplinare. Grazie Caroline. Allora, grazie Emilio.